Hi Jamas, willkommen zurück bei Default to Edge. Es ist viel zu heiß. Wer will zusammenfassen, was beim letzten Mal passiert ist? Mache ich mal. Wir haben uns eine Katze organisiert. Die habe ich dann ein bisschen Magic übernommen, sag ich mal so. Und dann haben wir die irgendwie in unser Zimmer buxiert und wir sind jetzt da gerade an den letzten Vorbereitungen, bis wir unseren Plan durchziehen können. Ja, genau. Und Dr. Stranger hat ja, glaube ich, noch so ein Gemisch zusammengebraut gehabt, um diesen Allergen-Effekt zu verstärken. Ja. Ja, das war soweit alles. Ihr hattet geendet, dass ihr abends, euch mitten in der Nacht noch ein Feierabendbier gegönnt habt. Creed, gib mir doch bitte einmal eine Probe auf Charisma und Willenskraft. Es sollte als Composure im Charakterbogen als Schnellknopf drinstehen, glaube ich. Wo ist denn das genau mit Composure? Ist das bei auf der rechten Sport? Ich habe keine Ahnung. Main, bei Main Attribute Rolls und dann das zweite von oben. C plus W, Charisma plus Willenskraft. Composure. Ah ja. Zwei. Okay, gut. Momonga, kurze Korrektur zum letzten Mal. Erste Frage, hast du das Karma ausgegeben, um den Zauber zu lernen? Ja, habe ich. Gut. Dann nächste Sache. Temporäre Logen halten nur bis zum nächsten Sonnenaufgang oder Untergang. Was auch immer zuerst kommt. Das heißt, du müsstest an jedem der 4 Tage morgens eine neue Loge erstellen. Das heißt, du müsstest insgesamt 16 Reagenzien ausgeben. Ja, habe ich ja auch. Alles klar. Dann ist ja gut. Gut, dass du die Regeln kennst. Dann, Momonga, es ist jetzt etwa 2 Uhr nachts, in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag. Der Rest hat sich bereits schlafen gelegt. Take ist auf der Couch eingeschlafen. Du bist aktuell noch wach und schaust auf die Katze. Du weißt, sobald du einschläfst, verschwindet dein Zauber auf der Katze. Und wenn die Katze dann aufwacht und irgendwie wach wird, wird sie ziemlich viel Lärm hier machen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Was möchtest du so tun? Ich guck die Katze an. Ich bin der Katzenflüsterer. Ich beherrsche diese Katze. Ich bin der Katzenflüsterer. So in so einer Art, wie schon in so einer Trance. Flo, willst du Also flüstern? nicht wirklich wegschweifen, sondern so, ich konzentriere mich da drauf und labere so Zeug. So den typischen Tunnelblick, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentriert. Was möchtest du damit erreichen? Mich selbst beschäftigen. Okay, du bleibst also die Nacht über wach und hältst den Zauber aufrecht. Sehe ich das richtig? Nee, ich bleib zumindest noch mal so 2 Stündchen bleibe ich schon noch wach und dann würde ich mal einen der Anwesenden wecken und am besten jemand, der sich mit Medizin auskennt oder mit Animal fähig, dass die mal so nach dem Motto: Du, wach mal auf, pass mal auf, dass die keinen Radau macht. Ich muss schlafen, ich bin müde. Wen möchtest du dafür wecken? Ich nehme mal Dr. Stranger, ich glaube, der hat das nötige Feingefühl dafür. Okay, Dr. Tay Stranger. kann das auch. Ich Was? traue Tölk zu, dass der die Katze isst. Bin Also, ich was Eis? los? Ich will auch schlafen. Pass mal auf die Katze auf. Wie Lass soll dir ich hier das keinen Radau machen, meiner machen. Meinung nach? Oh. Keine Ahnung. Hast du irgendwie einen Schlaftrunk? Irgendwas, womit wir die nochmal ausnocken können für ein paar Stunden? Mal gucken. Wenn dann. Du bist doch Arzt, du hast doch bestimmt irgendwelche Morphine. Ja, aber nicht hier. Weiß ich nicht, ob Betäubungsmittel Teil eines frei verkäuflichen Medikits sind. Eher weniger. Und wenn dann höchstens so leicht oberflächliche Betäubungsmittel, um Wunden irgendwie Ja, zu irgendwie betäuben, dass du sie irgendwie verarzten kannst. ja, so leichte Schmerzmittel, wenn überhaupt, ne? Ah, reicht das, um die Katze zumindest so weit ruhig zu stellen, dass sie nicht deshalb Hotel. Vielleicht mit einem guten Medizinwurf. Das ist es, das gucken wir mal, ob das reicht. Dann. Ach. Ja, Moment, ich guck mal. Dann Ist würfel doch bitte einmal Medizin und Logik. Du kriegst hierfür aber keinen irgendwas. Bonus durch dein Medkit, wie man es normalerweise für Medizin oder Ja, und Erste-Hilfe-Probe kein bekäme. Modifikator, aber auch keine Mali, also geht das Ne, schon. Mali kriegst du hierfür auch keine. Du hast einen Chemiewerkzeugkasten, damit funktioniert das, dass du keine Mali kriegst. Immer 4 im Angebot, darf ich auch alle werten. Alles klar, das soll mir reichen.
Du schaffst es irgendwie mit deinem Chemie-Kit, die Betäubungsmittel ein bisschen zu konzentrieren, um die Katze nicht auszunocken, aber zumindest so weit zu betäuben, dass sie nicht laut rumlärmen kann. Ja, das sollte reichen. Und du kannst es mit der Probe direkt auch verabreichen. Okay, cool. Die Katze wirkt jetzt so ein bisschen bekifft, stolpert so ein bisschen rum, hat so ein bisschen Kreuzblick. So eine Katzenbox getan. Ja, in der Katzenbox stolpert sie so ein bisschen herum. Also. Und ja, sie wird zumindest die Nacht über keinen großen Lärm machen. Ja, ja, hau dich hin. Weiß ich ungefähr, wie lange das anhalten wird? Die Nacht über. Ja, was, ja, ich wollte jetzt nicht, dass wir irgendwann morgen von einer jaulenden Katze geweckt werden, dass ich einen Wecker stellen kann. Das war die Idee. Ja, also es reicht lang genug, dass ihr euren Nachtschlaf habt. Du kannst abschätzen, wie lange das hält und dir den Wecker einstellen. Das wollte ich hören, danke. Ich gehe dann auch schlafen. Gut, Schaden hat ja keiner von euch. Ihr bekommt einen Punkt Edge zurück, alle. Und wacht am nächsten Morgen wieder auf. So, das heißt... Es ist ja jetzt der Talk des Wettkampfs ist ja heute, ne? Nein, es ist jetzt Freitag. Wettkampf ist morgen. Es ist tatsächlich Freitag, okay. Es ist etwa gegen 10 Uhr ist es jetzt. Ja, das heißt, wir machen in der Nacht von heute auf morgen, gucken wir, dass wir die Katze da ins Quartier reinbekommen. Oder? Momonga, du müsstest irgendwann demnächst mal den Zauber wieder auf sich zaubern, wenn ihr sie stillhalten wollt, da innerhalb der nächsten Stunde irgendwann das Betäubungsmittel nachlassen wird und sie wahrscheinlich wieder laut werden wird. Gut, dann werde ich das auch gleich direkt mal machen. Eine Sache, die so noch gar nicht gekommen ist. Was passiert, wenn aus irgendwelchen Gründen irgendwer vor ihrem Zimmer Woche steht? Betretene Schweigen. Also zunächst mal, ich caste übrigens auf Kraftstufe 4, dann kann ich mich auch meine erhöhte Konzentrationsfähigkeit verwenden. Okay, die Schulordnung sollte ja frei zugänglich sein, oder? Über die Matrix. Ich sag mal ja. Gut. Steht da irgendwas drin, ob Eltern in den Quartieren der Schülern erlaubt sind? In Begleitung der Schüler. Okay. Vier Erfolge und Entzug widerstanden. Womit habe ich dem nochmal widerstanden im Zauber? Logik plus Willenskraft. Aber da war irgendeine Erschwernis mit dabei. Das kommt bei nachfolgenden Widerstandsproben. Achso. Redet ruhig weiter, ich suche nur gerade die Werte raus. Guck mal, es steht sogar unten dran in der Description. Logik plus Willenskraft. Ich hab mitgedacht und hab's reingeschrieben, bevor ich es wieder vergesse. Gut. Falls jemand vor der Tür Wache steht, versuchen wir es mit den Fenstern oder lassen sie sich nicht öffnen. Wisst ihr nicht. Dann nächste Frage wäre, aber ich glaube, dass die nicht im Erdgeschoss war, soweit ich mich erinnere. Ich meine, es war die siebter Stock. Fünfter oder siebter? Ja. Die Katze wird da jetzt schlecht drauf fliegen können. Kann sie schon, es fällt halt auf. Ich meine, wir haben sie ja schon mal fliegen lassen. Unser ganzer Plan war ja, dass es so aussieht, als wäre es eine Unsichtbarkeit. Ja, aber unser ganzer Plan beruht darauf, dass wir praktisch weiß machen können, ja, die Katze ist von selbst darin gestolpert. Diese erwachte Katze. Und wenn die auf einmal Emergent auftaucht, einfach so. Danke, Emergent. Das geht dann ein bisschen gegen das, was wir so geplant hatten. Also ich weiß, es könnte wieder ein bisschen so übervorsichtig sein, aber ich glaube, es wäre mal nicht schlecht, wenn einer von uns mal so ein bisschen schauen würde oder irgendwie rausfinden könnte, ob da irgendwer davor steht. Und Wache hält. Kannst du da irgendwelche Kameras hacken? Das ist immer eine Frage. Fleißbei? Ja, oder wir nehmen die Fleißbei. Ja, oder so. Lass mal außen am Fenster aufsteigen und gucken mit der Fleißbei, ob da jemand im Zimmer ist oder vor dem Zimmer. Ich kann euch jetzt schon sagen, ihr könnt euch ziemlich sicher sein, die Fenster werden von außen verspiegelt sein. Weil das quasi sämtliche Fenster in der sechsten Welt sind, um eben Magie zu verhindern. Oder andersrum,
Ja, dann ist halt die Frage, ne? Wie groß ist so eine Fleißbeile eigentlich? Ich kann mir gerade nichts drunter vorstellen. So fingergroß, oder? Was für eine Kategorie von Drohne ist das? Mini- oder Mikrodrohne? Ich glaube Mikro. Ich guck's nach. Nee, Mini. Gut, dann ist die Tarnmodifikator minus 2 groß in derselben Kategorie wie leichte Pistolen oder Messer. Oder so ein Okay. Cyberdeck. Okay. Also etwas so groß wie ein Buch. Etwas größeres Buch. Oder ein Tablet. Ja, also so groß wie ein Buch würde ich nicht sagen, weil das Teil soll ja, weil es heißt Fly Spy, das soll spionieren, und wenn das Teil so groß ist wie ein Buch und rumfliegt, das ist dann so, nee. Tarnmodifikator minus 2 auf Wahrnehmungsproben. Das sind die Ja, Regeln. So ja. steht es im Buch. Und was macht natürliches Aussehen? Da muss ich gerade auch nachgucken, was das macht, was hat's oder realistisches Aussehen. Wurde Schwellenwert für eine Probe, um festzustellen, dass es eine Drohne und nicht irgendwas Realistisches ist. Ah, okay. Schaue es aber auch eben mal nach. Ja, ich glaube aber, die musst du halt. Das Problem ist halt, die kann im Freien, kann die auch wunderbar spionieren. Mal Also wenn man sie in jetzt auf der Shadowrun-Wiki-Ding anschaut, Flyspy, das Teil ist ungefähr so groß wie eine Hornisse. dann ist sie aber, das ist aber schon nicht mehr Mini, das ist schon eher Mikro. Was hast du für eine weiter? Steht dann bei der MCT-Flyspy. Diese Day? Ja. Weggeschaut, die schaut aus wie Hornissen von der Größe her. Gut, Hornissen sind jetzt auch nicht unbedingt klein. Ja, das stimmt. Wir folgen den Regeln, die im Buch stehen. Habe ich euch so gesagt, wie sie bei mir im Buch stehen. Wenn irgendwer von euch eine modernere Version hat und da was anderes drinsteht, dürft ihr das gerne sagen. Bis dahin folgen wir dem, was ich eben gesagt habe. Ja. Also, ja, nee, dann ist das okay. Außerdem, wie gesagt, ihren Zweck erfüllt sie ja. Muss halt aus der Luft gucken. Aber halt eher von draußen als drin. Konnte durch ein Schornstein oder so rein? Gibt es sowas überhaupt noch? Teilweise, ihr Teilweise. wisst nicht, ob das Gebäude eins hat. Naja, die sieht man auch aus, ne? Müsstet ihr halt erstmal hingehen. Achso, wir waren da noch nie, nicht einmal, okay. Nö, ihr habt eine Woche lang gefaulenzt, wenn die anderen zwei gelernt haben. Sehr gutes Argument. Okay, Ja, also. shit, jetzt haben wir das nächste Problem, fällt mir gerade auf. Weil da wird doch irgendwer vor der Tür auch dastehen und aufpassen, wer und reinkommt, wer rauskommt. Ne? Ist das der Fall? Das können wir Nein. jetzt nachgucken. Beziehungsweise, pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich lasse die Fleißbeine mal losfliegen von irgendwie vom unbeobachteten Ort. Und mach mal einen Rundflug, sag ich mal, um das Quartier der Schüler. Aus einer gewissen Höhe. Vielleicht 50, 60 Meter Höhe. Weil das sollte ja eigentlich reichen, um zu erkennen, ob es A, einen Schornstein gibt und B, ob da irgendwie so ein Wachposten vor dem Gebäude. Okay, also die zwei Infos gebe ich dir mal, ohne dass du irgendwie eine Probe würfeln musst. Es gibt keinen Schornstein, den du erkennen könnt. Und vor dem Haus kannst du auch keinen Wachposten oder dergleichen sehen. Okay. Gut, haben wir schon mal ein Problem weniger. Was im Haus ist, wisst ihr nicht. Ja. Okay, dann möchte ich gerne noch mal wissen. Sind von der Matrix aus, sind da Icons von Überwachungskameras zu erkennen? Innerhalb des, wenn man über die AR rein. Dafür schlage ich gerade eine Sache nach, weil ich gerade versuche abzuschätzen, wie weit ihr sich euer Hotel von dem Mädchenwohnhaus entfernt befindet. Also gebt mal gerade einen Moment Zeit. Ihr könnt ja so lange weiter überlegen. Okay, also folgendes. Vom Hotel zum Mädchenwohnhaus herrschen 3 Punkte Rauschen. Das lege ich jetzt einfach mal so fest. Es Muss ich mal ist meine Rauschkopplung dafür irgendwo machen? zwischen 1 Kilometer und 10 Kilometer von euch entfernt. Ich würde mal sagen, so 3 bis 4 Kilometer irgendwas dazwischen ist das Wahrscheinlichste. Okay, also für den Moment, ich glaube, ein Datenport als Cyberware gibt es sowieso einen Punkt Rauschunterdrückung, glaube ich. Ja? Und mein Deck lässt im Moment das Programm Signalreiniger laufen. Okay, ich habe 3 Punkte Rauschkompensation. Gut. Ja, dann wahrscheinlich bei einer Matrixwahrnehmung, oder? Ja. Beziehungsweise,
Ja, du schaust ein bisschen nach. Was wolltest du nochmal genau suchen? Ich will wissen, ob sich innerhalb des Gebäudes Überwachungskameras befinden. Ja. Okay. Also ja, von innen gibt es Kameraüberwachung. Aber eigentlich wollen wir das ja. Wir wollen ja, dass die Katze Genau. gesehen wird, wie sie hochläuft. Genau. Daher stört uns das ja nicht. Wir müssen ja eigentlich nur die Katze ins Gebäude reinschmuggeln und dann dafür sorgen, dass sie dort nicht gefangen wird. Genau, Und und dann. das Reinschmuggeln kann ich mit einer kleinen Unsichtbarkeit über erledigen. Die trickst sogar Kameras aus. Nee, die Wollen wir Kameras ja sollen nicht. sie ja Wollen sehen. ja, dass die. Naja, ich meine, um sie ins Gebäude reinzuschmuggeln, dann kann ich den Zauber fallen lassen. Dann wird sie von den Kameras aufgezeichnet. Und die Illusion ist perfekt, dass sie sich irgendwie ins Gebäude reingekommen ist. Nein, was wir Aber ja denkst du wollen, nicht, ist, im dass eine. Idealfall kann man genau sehen, wie vor der Kamera sich die Türen öffnen, während die ihren Streifzug durchs Gebäude macht. Weißt du, was ich meine? Kannst du dir nicht vorstellen, dass eine Überwachungskamera direkt auf den Eingang zeigt? Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Da Eben. wette ich, da wetten wir ja drauf. Richtig, Momonga. Und deswegen schaut es ein bisschen komisch aus, wenn eine unsichtbare Katze da rein wolltest, Ja, dann. wenn aber jemand von uns einfach da reingeht, die Tür aufgeht und die unsichtbar neben uns herläuft, ist es ja wiederum egal. Aber dann sieht man uns auf der Kamera. Aber dann sieht man A, zum einen nicht, wie die Katze ins Gebäude gekommen ist. Darum geht's ja. Darum geht's Ja, ja. das, ja, aber wir wollen ja, dass dir das gesehen wird. Nein, es geht darum, dass die Katze im Gebäude gesehen wird. Es soll ja darum gehen, dass die einfach erschienen ist in dem Gebäude. Und das kriegen wir halt hin, wenn wir das vorher dann täuschen können. Das Wieso? ist das, was Wir worum. wollen, dass die aus der Dunkelheit angeht, dass sie dann am Ende sehen, dass die aus der Dunkelheit kommt, vor ihr irgendwie die Türen aufgehen und sie dann wieder in der Dunkelheit verschwindet, nachdem wir Genau, ihren Streifzug das gemacht. kriegt man ja bestimmt mit einer Kamera hin, die irgendwo auf einem Flur zu sehen ist und dort einfach eine Tür irgendwo aufmacht. Und aber wenn sie einfach so ins Gebäude reinkommt, ohne dass sie bemerkt wird, wie sie ins Gebäude reingeht, dann ist die Illusion perfekt. Genauso wie bei den Ratten da vor ein paar Wochen oder vor einer Woche. Da wusste auch niemand, wie die hier reingekommen sind. Und niemand hat sie reinkommen sehen. Ja. So ist die Illusion einfach perfekt. Bloß dann ist das Problem, was für einen Grund haben wir, dass wir da reingehen? Wir dürfen da nicht rein. Ja, genau, das sind die Mädchenquartiere. Wir haben da eigentlich nichts verloren. Also nicht Mädchenkantine. Da gibt es doch Ja. bestimmt eine Rezeption, oder? Deswegen die da nicht eine. Ja, ich meine, in den, da gibt es doch bestimmt eine Rezeption innen drin. Okay, Nein, Moment. eigentlich nicht, oder? Gibt's eine? Spielleiter Wisst ihr frei. nicht? Kennen Sie irgendwer in so ja, Wir könnten uns auch Schüler, versuchen, der eine Baretten Verkleidung zu ausführt? organisieren und dass jemand eine Blumenlieferung bringt. Ist es in der siebten Welt, in der sechsten Welt noch gang und gäbe, dass man ab und zu mal irgendwie einen Präsentkorb, einen Blumenpräsent oder sowas verschickt? Das kommt auf die Kreise an, in denen du dich bewegst. Und in den Kreisen, die hier auf diese Das Schule ist ja gehen? eher eine gehobenere Schule. Das ist ja schon Da könnte eher es durchaus unter möglich Mittelschicht bis sein. Oberschicht. Exakt, da könnten Ja, wir uns also ja einfach. es kann durchaus sein, dass sowas hier passieren könnte. Also es hier war definitiv wahrscheinlicher als beispielsweise in den Barrens. Es ist hier nicht unwahrscheinlich. Es ist nicht unmöglich, Ja. sagen wir es so. Es ist nicht unmöglich, dass so etwas hier passieren könnte. Also, Momonga, ich finde es sehr löblich, dass sie sich freiwillig mal das den Part zu übernehmen. Och, das ist kein Problem. Ich glaube, ich kann recht gut auch jemand anderen verkleiden. Ich hoffe, ich kann Leute bequatschen. Wir könnten dann im Hintergrund noch der Blumenmann von Jürgen von der Lippe spielen lassen. Ja, und was wir dann noch bräuchten, wäre irgendwie eine gefälschte Bestellung. Da kann ich mich drum kümmern. Was vielleicht auch nicht schlecht wäre, wenn wir irgendwie so ein hieb- und stichfestes Alibi hätten, dass wir damit nichts zu tun hätten. Ja. Es ist halt die Ich Frage, glaube. wie schnell kommen die denn eventuell auf Ich uns? meine, überleg. Vielleicht, stimmt, die eine Familie hat ja irgendwas gesagt, Richtig. von wegen, wir sollen uns raushalten, Richtig. ja. Deswegen brauchen wir ein hieb- und stichfestes Alibi. Die Angabe Bloß die war, ihr Frage sollt bitte ist. Belinda nicht aktiv sabotieren. Es wurde nie gesagt, dass ihr das euch raushalten sollt. Ja, das nicht, aber die haben uns halt im Visier. Und wenn da irgendwas passiert, was wird der erste Gedanke sein? Ja. Auch wenn's augenscheinlich damit nichts zu tun hat, werden sie Deswegen war ja der trotzdem. Plan mit der Katze doch da. Da, Ja, dass wir klar. nicht aktiv mit der Sabotage Ja. aktiv in Anführungszeichen. Ja, klar. Bloß, ich würde gern auf Nummer sicher gehen und das Ganze doppelt geht halt besser. Dass wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir sagen, ja.
wir können es nicht gewesen sein, weil Grund X. Sei das jetzt, ob wir jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, Küchenhilfe gequatscht haben oder sonst irgendwas zu der Zeit. Ich weiß es nicht. Wir könnten versuchen, einen der Wachleute ein bisschen, sagen wir mal, reicher zu machen, dass der praktisch bestätigt, ja, wir waren zu der Zeit, wo das Ganze passiert ist, in der Stadt, sind erst spät in der Nacht wieder heimgekommen, etc., etc. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich würde da keinen externen irgendwie bestechen, sondern eher wirklich zufällig. Unauffällig zufällig an einem Ort erscheinen. Ist an dem Abend irgendwie. Weil irgendjemand hat immer mehr Geld. Und wenn er sich schon kaufen lässt, dann könnte es auch ganz leicht nach hinten wegfeuern. Richtig, wenn er sich von uns kaufen lässt, dann lässt er sich wahrscheinlich auch von anderen kaufen. Mal kleine Frage, wie weit kannst du von dieser Katze weg sein, um sie fernzusteuern? Gute Frage. Wann kannst du sehen, was sie sieht oder irgendwie ihre Sinne wahrnehmen? Nee, das kann ich nicht. Sinne wahrnehmen kann ich nicht. Aber gute Frage. Ich konsultiere mal kurz das Regelheft. Einen Moment. Weil meine Überlegung ist, weil Dr. Stranger konnte die Türen auf längere Entfernung öffnen und schließen und manipulieren, wie er lustig ist. Ja, wäre dafür halt, wenn ich dafür ein ruhiges Plätzchen habe, wo ich auf VR gehen kann. Aber im Prinzip ja. Die Sache ist die, wenn wir vier uns irgendwo hinsetzen, wo jeder uns sehen kann, irgendwie, keine Ahnung, abends gemütlich ins Restaurant rein, und vielleicht am besten, wo die beiden Eltern auch mit dabei waren oder sonst irgendwas, wir an einem Tisch sind, wo Manga halt ein bisschen entspannt in seinem Stuhl sitzt, zurückgelehnt und die Katze steuert. Und ich tue so, als hätte ich einen über den Durst getrunken. Ja, vielleicht nur nicht zu sehr übertreiben. Ja. Und dann hätten wir zumindest auf die Weise ein richtig schönes Alibi. Weil ich glaube, auf die Weise kann uns gar nichts passieren. Das klingt tatsächlich ganz gut, ja. Hängt da jetzt bloß drauf. Ich hab eine Idee. Man kann auch irgendwie so kleinere Sensoren noch kaufen. So kleine RFID-Chips. Ne? Mit einem Einzelsensor. Was wir eigentlich brauchen, ist nur eine Kamera. Damit Munga sieht, wohin er geht mit der Katze. Ja, und irgendwie ich muss verbale Handlungen dazu vollziehen. Es steht nicht drinnen, es steht nur drin, wie es Reichweite zum Casten. Aber. Das steht hinten bei den Klitterfertigkeiten, das ist ein bisschen versteckt. Es steht bei den Klitterfertigkeiten, sobald du den Zauber einmal gezaubert hast, kannst du ihn auf jede beliebige Distanz aufrechterhalten. Okay. Ja. Nur um Befehle zu erteilen, müssen verbal sein. Aber das kann auch geflüstert werden, oder? Die musst du nicht hören. Aber selbst wenn, irgendwie so ein kleiner Lautsprecher und. Ich lese einmal kurz vor. Der Zauberer übernimmt zunächst die Kontrolle über den Geist des Tieres und kann ihm jeweils mit einer einfachen Handlung verbale Kommandos geben, denen das Tier gehorchen muss. Das steht drin. Ja, verbale Kommandos bedeutet, das muss es hören können. Sprechen. Ja, das muss es hören können. Hätte ich jetzt auch gesagt. Verbales Sprechen. Dann wäre es am besten, wenn man der Katze so einen kleinen Knopf im Ohr hat. Ja. Einen kleinen Knopf. Die Frage ist, funktioniert das? Kann man das übers Telefonkommandos durchgeben? Ja. Dann würde es funktionieren. Dann bräuchte man eine Kamera, Earbuds und dann kann man die ganze Remote steuern. Das ist some Ocean's 11 shit right now. Dann müsst ihr im Elektronikgeschäft gehen oder irgendjemand von euch muss das bei seinen Connections besorgen, dass es wirklich klein ist und von außen nicht so ohne weiteres zu sehen. Ja gut, wir haben heute nur Zeit, ne? Könnte ich bitte die Mission Impossible haben? Musik haben. Nicht Mission Impossible Musik, aber ich habe vergessen, überhaupt Musik anzuschalten. Immerhin, ja. Gutes Stichwort gewesen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hatten für euch welche Connections. Ich glaube, hier nicht nur in Frankfurt. Ja, die Frage ist halt, ist das irgendwas, was man nicht in einem Elektronikgeschäft kaufen kann? Also Ohrknöpfe, vielleicht kann ich da ein bisschen noch dran basteln. Ohrknöpfe oder Ork-Knöpfe? Beides hilft, na, wobei Ork-Knöpfe könnten ein bisschen groß sein. Ja, ich glaube, da trimmeln wir der Katze ein bisschen die Ohren aus. Ja, vor allem fällt das dann auf.
Ja, ein bisschen. Ja, die Katze wird dann so links zur Seite hängen oder rechts. Ja. Ja gut, aber ich meine, so Ear-Pieces, das soll genau, das sind lösbare Probleme. Da muss vielleicht einer von euch losziehen und das holen. Also ich glaube, im Verhandeln und Besorgen wir am Mongo am besten. Dann muss der das machen. Hm. Und du kannst und Creep, du kannst es ja schon mal versuchen, dass wir uns irgendwie du kannst ja schon mal die Bar auskundschaften, dass wir uns dort haben hinsetzen. Muss ich das ganz kurz noch was schauen? Ja, ich muss auch mal kurz was gucken. Ich habe nämlich eine Idee. Ich nehme ja. Wie lang oder wie groß ist so ein Wall-Mounted Housing für eine Kamera etc.? Also wenn es größer als irgendwie so, keine Ahnung, eine Murmel ist, dann... Ich habe die geile Idee. Ich habe ja Kontaktlinsen. Meine Kontaktlinsen haben das Add-on Image Link. Das heißt, ich kann mir sogar die Bilder der Kamera einfach auf meine Kontaktlinsen schicken lassen. Ja. Das sehe ich gar nicht mal schlecht. Der Teil könnte jetzt nur die Datenübertragung sein. Aber ich würde bloß auf eine. Ja, ich glaube, dann müssen die das. Ja, das könnte halt sein, dass die müssen. Ich müsste dann noch mein Deck slaven und dann. Das hat, glaube ich, genug Rauschunterdrückung, dass der Datenstrom durchlaufen kann. Aber ich würde es bloß auf. Ja, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, meine Dinger müssen dazu Wi-Fi aktiv sein. Weil ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde es dann, wenn bloß auf. Ja, doch, für Image Link müssen sie Wi-Fi aktiv sein. Ich würde es bloß auf eine Kontaktlinse machen, weil nicht, dass du irgendwo. In eine Tür reinrennst oder so. Also ich finde jetzt gerade keine Tarnmodifikatoren für Sensorgehäuse. Aber ich sag mal, so ein wandmontiertes Gehäuse ist schon etwas größer. Ja, aber es gibt ja auch Einzelsensoren. Einzelsensoren können vergleichsweise klein sein. Es gibt ja auch spezifisch Mikrokameras irgendwo. Mhm. Bei optischen und Aufnahmegeräte Mikrokamera. Mhm. Das wäre nicht schlecht, aber das Problem, ich hab einen Single-Sensor, hätte ich, aber es ist ein Mikrofon. Ja gut, sagen wir mal so eine kleine Kamera, das sollte jetzt auch nicht so viel kosten, ne? Wenn man sich so, wir hatten Splinter Cell für euch gespielt. Ich habe glaube ich mal rein, ich glaube wirklich gespielt habe ich noch nicht. Ich glaube, da hast du so kleine Mikrokameras, wo man so den Türschlitz stecken kann. Ja, genau, stimmt, doch, die gibt's da auch. Und sowas. Also, ein RFID kann ein Sensor bis Stufe 2 aufnehmen. Ja. Das heißt, also eine Minikamera oder so und wahrscheinlich auch ein Miniaturlautsprecher. Die Frage ist dann, wie viel würde so ein RFID-Sensorchip mit entsprechender Sensorfunktion kosten? Einfach nur so aus Neugierde, dass ich das mal vergleichen kann mit der Mikrokamera. Was, wie viel? Stufe mal 100 in Nuyen. Also so ein Stufe 1 RFID-Sensor würde genauso viel kosten wie eine Mikrokamera. Ja. Dann würde ich aber, ist aber wahrscheinlich die Verfügbarkeit ein bisschen höher, oder? 5. Ja, also die Mikrokamera hat keine Verfügbarkeit, sprich, die kannst du in jedem Staffelcheck kaufen. Dementsprechend ist sie dann halt ein bisschen größer als so ein RFID-Sensor-Tag, der dann dafür halt eine Verfügbarkeit hat und nicht unbedingt überall findbar ist. Wir könnten das Teil, wir könnten hier ein Halsband kaufen, die Kamera dort anbringen, dann ist halt ein bisschen ein extravagantes... Halsband. Halsband so. Wäre eher wieder so, dass die gehört jemandem. Halsband wäre zu auffällig. Das muss so nach Streuner aussehen. Ich würde dir einfach so quasi, sag ich mal, unten irgendwie, entweder unter das Kinn oder an den Bauch kleben, die Kamera. Ja, Kinn wäre ein bisschen auffällig, aber. Oder was wir machen könnten, wir könnten hier versuchen, die irgendwie so an die Schnauze zu hängen und ich will dann den Befehl, sie soll die Kamera verschlucken. Ja, und dann siehst Katzen in der Reihen. Ja, wenn die Katze fertig genug ist, wenn wir es nicht mehr brauchen. Nein, so ist die Kamera zumindest weg. Ja, aber das Mikro, aber der Lautsprecher bleibt da, also damit kommen wir nicht weiter. Aber sagen wir so, das Ding mit der Katze im Kamera verschlucken, sagen wir so, der Anfang der Idee war schon nicht so schlecht, wenn die Kamera nicht so groß ist, könnten wir der Katze sagen, ja, nimm die Kamera ins Maul und halt sie da. If you get what I mean. Weil dann müssen wir sich unten rankleben oder irgendwo was auffallen könnte, dann hat sie es halt einfach im Maul drin. Und wenn wir was sehen müssen, macht sie so kurz so, auf.
Funktioniert das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich als Katze wäre da nicht so begeistert von. Der Katze ist das völlig wurscht. Die macht das, was Momonga sagt. Da ist halt oder? Die Frage, ob er da besondere, dafür dann eben eine besondere Konzentration aufwenden also, muss, weil die Katze die ganze Zeit gegen ihren Schluckreflex kämpfen muss. Also die Befehle dürfen nicht so ultra komplex sein. Die Befehle müssen anhand der Intelligenz einer Katze bemessen sein. Ja, sagen wir so ganz ehrlich, ich glaube, das geh nach vorne, beste, wirklich. Ich glaube, wir sollten die Kamera wirklich unter den Bauch einfach anbringen, weil nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, durch den Speichel die Kamera dann durchbrennt. Und dann lässt man Mongo die Katze gegen alle möglichen Wände rennen. Dong, dong. Das wäre ein bisschen. Ja gut, aber sagen wir so, dass wir jetzt mal weiterkommen. Also Momonga, du könntest mal dann die Dinger kaufen. Die Kamera und das Earpiece. Hat mir jemand einen Kontakt? Hier nicht. Ich habe gerade gehört, die kannst du überall in jedem Staffercheck kaufen, das Zeug. Achso, das kann man in jedem Staffercheck kaufen. Jo. Das kommt drauf an, was genau du kaufen willst. Ja, Mikrotone und Kopfhörer gibt es in jedem Staffercheck. Nicht Mikrotone, Mikrokamera. Mikrokamera und so Earpieces zum Unterhalten. Wenn man das diese kleinen Kopfhörer halt, die man sich so reinstecken kann. Jo. Die sollten auch vielleicht irgendwie reinkleben. Genau, dann würde ich guck mal, dass ich das irgendwo einkaufen gehe. Katze, sitzen bleiben, Schnauze halten. Also, Mikrokamera kostet 100 Nuyen. Kopfhörer kosten. Was? Ich meine, es waren 50 Nuyen für den Stufe 1 Kopfhörer. Da, Audiogeräte, ja. Ohrstöpsel, Kapazität mal 50. Auch keine Verfügbarkeit. Dann soll ich dann Stufe 1 holen, oder? Ich würde sagen, so gut wie es geht, oder? Ja. Dann ist das, glaube ich, das Maximale, was dann noch öffentlich verfügbar ist, ist, glaube ich, dann Stufe 3, oder? Ja, dann hast du halt eine Kapazität von 3. Okay. Brauchen wir das? Oder Kapazität brauchen wir ja nicht wirklich. Wir brauchen vielleicht so einen Audio-Link oder Image-Link. Nee, wieso? Wir können doch die Datenverbindung über mein Deck einrichten. Ich slave dir einfach mein Deck. Okay, also welche Stufe brauche ich dann für ein Deck? Über Wireless. Ja. Welche Ding brauche ich für ein Deck? Ah, das ist egal. Also einfach ein 1er Kapazität. Ja. Gut, dann gebe ich dann die 150 Nuyen aus für die beiden Gegenstände. Gut. Machst du, fährst kurz nach Gießen im Staffershack. Da brauchst keine Ahnung, ich sag mal vielleicht eine Stunde hin und zurück, eine Stunde anderthalb irgendwas im Drehraum. Wahrscheinlich eigentlich kürzer, aber das ist jetzt auch nicht wirklich relevant. Will der Rest in der Zwischenzeit irgendwie irgendwas machen? Ja, ich wollte mal so die lokale Bar mal ein bisschen auschecken. Es gibt halt ein Restaurant mit integrierter Bar im Erdgeschoss des Hotels. Okay. Dann würde ich gerne mal wissen, erstens, wie groß ist das Ganze? Und würde mir immer so ein bisschen mit dem anwesenden Personal unterhalten, ja, wie gut ist das immer so besucht und etc. etc. Ein bisschen so einfach mal ein bisschen Informationen sammeln, was so für den Auftrag von Interesse sein könnte. Also wie gut besucht und was noch? Und ja, wir wollen das Ganze heute Abend durchziehen, ne? Und ob man reservieren muss, wenn man einen Tisch haben will. Oder sitzt an der Bar oder sonst irgendwas. Gib mir einmal bitte eine Probe auf Etikett und Charisma. Ja, Moment. Da benutze ich mal Edge. Bin mal großzügig. Seht ihr schon ein Ergebnis? Nein. Nö. Jetzt. Sechste Folge. Okay. Also, das Hotelrestaurant ist Hotelrestaurant dementsprechend relativ groß. Nimmt die tatsächlich den größten Teil des Erdgeschosses ein. Ich würde mal sagen, fast schon 2/3 oder so. Und der Rest ist dann zwischen Küche und Eingangshalle, Foyer, das war das Wort, das ich gesucht habe, aufgeteilt. Also das Restaurant ist schon relativ groß. Wenn du wirklich einen Tisch im Restaurant willst, reservieren schadet nie. Platz an der Bar kann man nicht reservieren. Da musst du halt schauen, ob was frei ist, wenn du abends vorbeikommen willst zum Trinken. Dann würde ich abends einen Tisch reservieren und zwar
an den Fenster, an der Fensterseite. Und zwar ein bisschen vom Eingang weg. Ein bisschen ruhiger. Okay. Reservieren funktioniert. Ich weise hier an der Stelle drauf hin. Das ist hier hervorragend. Das Essen für eine Person, in Klammern Restaurant, kostet 500 Millionen pro Person, wenn ihr dann tatsächlich essen wollt. Mhm. Da das hier nicht von eurem Johnson übernommen wird, das Abendessen, nur Frühstück, übernimmt er für euch. Mhm. Nur, dass du es weißt. Mhm. Noch eine Sache. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie bringe ich das jetzt ganz ein? Freischnauze. Die Hitze drückt mir aufs Gehirn. Das ist eine Sache, die ich eigentlich vorbereitet hatte im Kopf, mehrfach, aber jetzt hänge ich. Kein Problem. Also du warst gerade an der Bar, hast dort mit der Schülerin geredet, die hier gerade die Reservierung und die Bar übernimmt. Sie hat gerade die Reservierung abgehandelt, hat sich ein paar Plätze weitergestellt, um dort einen Gast zu bedienen. Als du zwei der gerade hier arbeitenden Kellner hörst, wie sie sich unterhalten, während sie hinter dir vorbeigehen, also an die Neubauer werden sie sich nicht rantrauen. Und Belinda hat angeblich selber, und die Frankfurter hat angeblich Runner als Eltern, und Johnson heißt schon so. Du wirst, glaubst ja wohl nicht wirklich, dass er nicht selber auch irgendwie Runner anheuert. Der einzige Kampf, der irgendwie interessant werden könnte, wäre der zwischen... jetzt brauche ich den Namen. Wäre der zwischen Schurke und Barnik. Ja, die müsste, glaube ich, in der Liste da drin stehen, in der Übersichtsliste, die du uns mal reingeschaut. Habe ich auch gerade reingeschaut. Sehr gut. Daher habe ich ja gerade den Namen gehabt. Mhm. Das hörst du, während sie gerade so an dir vorbeigehen, im Vorbeigehen. Okay. Ich mache mal so die mentale Notiz, ja, das Wissen teile ich später mit meinen Compadres. Könnte noch vielleicht wichtig sein. Ja gut, nachdem jetzt das abgehakt ist, würde ich wieder zurückgehen und dann Wissen mit denen teilen, was ich gerade so Interessantes gehört habe, und würde dann darauf warten, dass Munga wieder zurückkommt mit seinen Einkäufen. Okay, wir können gerne zu einem Zeitpunkt springen. Dann teil doch mal den anderen mit, was du gehört hast. Und wir nehmen an, Munga ist jetzt auch mit dabei. Sie haben sich praktisch drüber unterhalten, dass an sich nur einen interessanten Wettkampf gibt, nämlich zwischen wie war jetzt das wieder? Müsste im Notizbuch drinstehen. Turnierplan. Ja, ich bin gerade auf der Suche in den Teil. Und der Küchenschlacht. Ja. Im Players Channel All Players. Ja. Das müsste drin sein. Ja, ist drin. Ich habe Zugriff drauf. Binder. Maki, Schoko und Barnik. Schoko und Barnik, genau. Das soll angeblich der einzige interessante Ding sein. Und sie haben sich über Neubau unterhalten, dass sie gesagt haben, ja, an die werden sie sich nicht dran trauen. Und die Kölner haben anscheinend gewusst, dass die Belinda Runner als Eltern hat. Inwiefern uns das weiterhilft? Mal schauen. Das, gut, das wissen wir auch, dass die Runner als Eltern hat. Beziehungsweise, Redcon, ich korrigiere das, ich meine eine andere Sache. Es waren keine Kellner, es waren zwei Personen, die spätes Teenageralter. Der eine der beiden trug ein T-Shirt mit der Aufschrift, was war es doch gleich? Was hatte ich mir zurechtgelegt? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Dammit. Hast du ruhig Zeit. Es war GGEZ, also GGEZ 2073, ihr Noobs. Ne, ihr Koch-Noobs. Ihr Kuck-Noobs. Kuck-Noobs. GGEZ 2073, ihr Kuck-Noobs. Das ist die Aufschrift des T-Shirts gewesen. Alles klar. Okay. Auf dem T-Shirt stand drauf: GG is Kuck-Noobs 2073. Wir haben jetzt 2075, ne? Ich glaube, ich hatte sogar 76 für euch gesagt, dass wir mit 76 anfangen. Ich habe jetzt 75 aufgeschrieben gehabt, aber gut zu wissen. Dann korrigiere ich das mal.
Also ich habe den Kalender jetzt zumindest für 76 erstellt. Ihr erinnert euch noch daran, wie die Schule hieß? Nur kurz zur Frage. Ja, Zwinger. Gourmet- und Gastronomie-Schule Zwinger. Eberhard Zwinger. Okay. Kann man rausfinden, ob da 2073 irgendwas Interessantes vorgefallen ist? Ich dachte jetzt, das wäre die Abschlussklasse. Wie lange gibt's die Schule schon? Schon längere Zeit. Also wahrscheinlich war das die Abschlussklasse 2073. Vielleicht sogar der Gewinner des Wettbewerbs 2073. Ja, denke ich auch. Das wird dann das auch mit den, wie gesagt, bla GG-Noobs-Gedöns erklären. GG-Easy-Noobs. Wahrscheinlich war das der Gewinner von 2073. Ja, Cook-Noobs. Also, das war wahrscheinlich der Gewinner von 2073. Wollt ihr irgendwie versuchen, das rauszufinden oder wollt ihr das einfach annehmen? Sollte sich ja relativ leicht googeln lassen, denke ich, von daher. Genau, ich denke, dass wir eine Hall of Fame oder sowas geben, der, in dem die Gewinner, die vergangenen Gewinner ausgestellt werden, oder? Ja. Vielleicht sogar in der Matrix. Eine virtuelle Hall of Fame. Darfst du gerne mal eine Matrix-Suche würfeln, wenn du das darüber rausfinden möchtest. Okay. Hätten wir drei. Das ist genau, was du brauchtest. Das scheint das Motto der entsprechenden Abschluss des entsprechenden Jahrgangs zu sein. Das Abi-Motto von diesem Jahrgang. Also Abschlussmotto. Okay. Ja, dann war das wahrscheinlich mal von der Abschlussklasse 2073. Also Leute mit Ahnung. Ja. Und mit der Info würde ich sagen, beenden wir die Folge. Schauen wir bei der nächsten Folge, was draus wird. Bis dahin. Ciao, Chamas.